Hallo meine Lieben, ich mache heute einen leckeren Tortellini-Auflauf. Dafür brauche ich 750 Gramm frische Tortellini, 500 Gramm Hackfleisch, eine Zucchini, eine große rote Zwiebel, ihr könnt auch die normalen nehmen, zwei Knoblauchzehen, frische Tomaten, eine Dose geschälte Tomaten in Stücke, dann einmal 250 Milliliter Kochsahne, zum Würzen nehme ich Salz, Pfeffer, scharfen Paprika, Oregano und Basilikum. Das Hackfleisch wird jetzt in der Pfanne scharf angebraten. In der Zwischenzeit könnt ihr schon mal die Zwiebel und die Knoblauchzehen klein schneiden. Zwiebeln und Knoblauch zum Hack geben. Eine große Zucchini fein raspeln. Die geraspelte Zucchini zu dem Hackfleisch geben und schön mitbraten. Jetzt füge ich meine Gewürze hinzu. Und die in Stücke geschnittenen Tomaten. Alles schön unterheben und dann nochmal für 4-5 Minuten köcheln lassen. So, und jetzt einfach nur noch die Kochsahne hinzugeben. Und alles gut durchmischen. So, jetzt geht's weiter. Den Backofen, den habe ich schon mal auf 160 Grad Umluft vorgeheizt. Die Tortellinis habe ich in die Form gegeben und jetzt einfach die Soße drüber verteilen.
so dass die ganzen Tortellini schön bedeckt sind. Ich hatte hier noch genug über für eine kleine Auflaufform. Die mache ich gleich mit fertig. Für diejenigen, die gerne Rotwein mögen, ich habe in der Soße noch ein halbes Glas Rotwein gegeben und mit durchköcheln lassen. Aber wenn mit Kinder mitessen, kann man es auch rauslassen. Jetzt gebe ich da die frischen Tomatenstücke drauf. Eine Tomate in 4 Teile geschnitten. Das gibt noch mal eine frische Note. Das ist wirklich sehr lecker. Und was ich ganz vergessen habe, darauf gebe ich Mozzarella-Käse. Ihr könnt auch gerne Gouda oder andere Käsesorten nehmen. Ich mag sehr gerne diesen Mozzarella. So, und jetzt gebe ich das Ganze für 20 Minuten in den Backofen. Der Auflauf ist jetzt fertig. So sieht der Auflauf aus, wenn er fertig ist. Wirklich sehr lecker, müsst ihr mal ausprobieren. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Nachmachen und ich hoffe, ihr seid nächsten Sonntag wieder bei meinem nächsten Video mit dabei. Bis dahin, tschüss.